Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Kingdom 2 Crown in zwei Versionen. Es gibt nämlich zum Release von Kingdom 2 Crown am 11. Dezember, zum Zeitpunkt der Aufnahme sind das 5 Tage, gibt es zwei Versionen, beziehungsweise die Shogun-Version ist ein kostenloses Add-on, ein DLC, was das Ganze so Richtung Japan verschiebt, nämlich sonst wird das Spiel ja wahrscheinlich nicht Shogun heißen. Ich hoffe, ich erzähle hier nichts Falsches. Kingdom, wer es nicht kennt, man baut sich ein Königreich auf. Es ist relativ einfach zu spielen. Ich fange einfach mal an. Wir sind hier diese kleine japanische Prinzessin und reiten hier im Intro entlang und probieren das Ganze so ein bisschen aus. Zwei Kronen. Ja, warum zwei Kronen? Wahrscheinlich, weil der Multiplayer jetzt zum ersten Mal mit drin ist. Das alles andere war ein Singleplayer-Spiel, was ich im Livestream sehr lange gespielt habe. Und ich werde das Spiel auch im Livestream spielen, denn es ist für ein Let's Play doch ein bisschen zu repetitiv. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Die ist erstmal nur angezockt, denn dieses Angezockt darf am heutigen Tag gezeigt werden. Am 11. Dezember kommt es raus. Am 9., das müsste der Sonntag sein, das ist der Sonntag, darf es auch gestreamt werden. Wahrscheinlich werde ich es dann direkt im Sonntagsstream spielen. Um was geht es in Kingdom? Kingdom gibt es schon mittlerweile den dritten Teil. Und das ist jetzt praktisch der dritte Teil, der dann rauskommt. Und man baut sich ein Königreich auf, indem man hier diese Münzen sammelt. Spiele ich gerade mit dem Cursor und halte ihn nach unten und jetzt wird mein Lager aufgebaut. So, dann können wir hier arme Leute mit Geld anheuern und auch du kriegst eine Münze. So, der Geist zeigt uns am Anfang, was wir machen müssen. Wir gehen hier in das Lager und mit zwei können wir hier einen Bogenschützen anheuern, beziehungsweise wir bauen einen Bogen durch das Geld. Und derjenige, der sich den Bogen schnappt, wird zum Bogenschützen. Mit Shift können wir ja schneller reiten. So. Müssen wir im Moment nicht. So. Jetzt mit drei Münzen bauen wir uns einen Zimmermann, nenne ich es einfach mal. Der nimmt sich jetzt hier den Hammer. Und baut dann hier, wenn ich ihm den Platz zuweise, eine Mauer. Denn es ist eine Art Tower-Defense-Spiel. In der Nacht kommen Gegner, die abgehalten werden müssen. Und über den, so, wir können zwar mal in die Richtung taddeln, dann rennt sie los, Königin. Das ist auch zum ersten Mal, man hat immer einen Männer gespielt. So, wir reiten jetzt nach rechts. Also man muss Gegner abhalten und die hält man ab, indem man... Komm her, du kommst dazu. Eine weitere Person haben wir rekrutiert. Man muss praktisch sein Königreich weiter aufbauen und möglichst nicht kaputt gehen. So, noch einen Bogenschützen. Jetzt müsst ihr der... Neu angeheuert, der müsste sich entsprechend im Bogen schnappen. Genau. So. Baue, erweitere und verteidige. Darum geht's, was ich gerade schon erklärt habe. Das Ganze spiele ich wirklich nur mit ABSD, links, rechts. Kannst auch mit Pfeiltasten spielen und kannst auch mit dem Controller spielen. Es ist ein sehr einfaches Spiel, aber unheimlich liebevoll gemacht. Allein durch diese Pixelart, die wirklich meines Erachtens sehr gelungen ist. Man muss natürlich da drauf stehen. Ne? Wir bauen hier noch einen Wall auf. So, und dann kann man zum Beispiel sagen, baut Bäume ab. Also ich kann jetzt hier sagen, holt Holz. Moment, das müssen wir wieder einsammeln. War das nicht so? Doch, so, dann wird der Baum hier nämlich abgetragen. Da kommt ein Händler, mit dem können wir handeln. Ich meine, es müsste der Händler sein. So, der Baum ist jetzt mit X markiert, in dem Fall ein Bambus. Und dann kommt schon hier unser Zimmermann und klopft da das Holz klein, um dann Sachen auszubauen. Na, blöp, blöp, genau. Können wir dich anheuern? Wir haben kein Geld. Was bringt in dem Spiel weitere Münzen? Also wir können einmal Münzen finden und dann gibt es hier die Bogenschützen. Die jagen nämlich hier die Hasen, die hier rumlaufen und geben einem dann diese Münzen. Und es gibt auch einmal am Tag, müsste es hier am Lager irgendwo eine Truhe geben oder der Händler gibt uns die. Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Früher gab es immer eine Truhe am Lager und damit können wir dann praktisch weitere Mitspieler rekrutieren. Er hat auch Münzen für mich. Das ist fein. Wir können ja mal nach links reiten und mal gucken, was es da so gibt. Ja, schön. Jetzt rennen wir hier in den dunklen Wald. Hier haben wir angefangen. Und mein Pferd hat auch irgendwann keine Ausdauer mehr. Ich glaube, nach links raus gab es nicht viel. Hier ist eine Kiste, oder? Ah, die gibt uns ein paar Münzen. Das ist schon mal gut. Ist ja denn jemand, den wir anheuern können eventuell, wenn wir schon mal so weit geritten sind. Hier können wir ein Schiff
Bergen. Es war so, der erste Teil war ganz einfach. Man hat sich diese Stadt aufgebaut. Und der zweite Teil hat davon gehandelt, dass man nämlich ein Schiff zum Fahren bringt, um zu weiteren Kontinenten zu reisen, die immer schwieriger geworden sind. Ich muss dazu sagen, ich habe den zweiten Teil nie wirklich intensiv gespielt, nur den ersten Teil. Aber ich finde es unheimlich schön. Es hat eine tolle Soundkulisse. Die Grafik ist... Jetzt sagt ihr bestimmt, was für eine Grafik, Pixel. Ja, das ist halt Pixelart. Und Pixelart ist gar nicht so einfach. Also wenn man mal hier zum Beispiel auf den Hintergrund achtet, da oben ist ein... Ja, eine... Tja... Griechische Statue. Ich habe keine Ahnung. Da wird gejagt. Der Bogenschütze jagt hier die... auch die Hirsche, nicht nur die kleinen Viecher. Wir können jetzt hier zum Beispiel den Turm erweitern. Können wir um eins größer machen. Brauchen wir noch einen Zimmermann? Ich bin gerade überlegen, weil die reparieren nämlich auch. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Bogenschützen und ich brauche auf jeden Fall mal neue Leute, bevor ich hier weitermache. Haben wir noch jemand? Wohnt hier noch jemand? Hallo. Ich würde sie gerne rekrutieren. Sehr gut. Gibt es hier noch was? Hier können wir das auf jeden Fall erweitern. Ihr seht hier zum Beispiel einen kleinen Erdklumpen. Da kann man dann später auch noch weitere Gebäudeteile reinbringen. Da ist noch jemand. Komm mit. Komm mit. Komm mit ins Lager. Ja, wie gesagt, nur angezockt. Ich werde es im Livestream intensiver spielen. Weil wir machen erstmal welche zum Bogenschützen. Weil die brauchen wir definitiv in der Nacht. So. Und dann werden wir hier 3 Münzen noch für einen möglichen Bauarbeiter reinhauen. Und wenn wir jetzt noch 3 Münzen haben, baue ich hier die Verteidigung. Da kommen die ersten Monster. So, haben wir. Ob man in der Nacht ausbauen so smart ist, werden wir gleich erleben. Danke. Und die können ab einer gewissen Ausbaustufe können die auch besetzt werden, die Türme. Wenn ihr mal links gucken. Da haben wir auch 2 Bogenschützen, sehr schön. Und ich glaube das hier, ja hier können wir nicht. Hier müssen wir erstmal das Lager auf Stufe 2 haben. So, ein neuer Tag bricht an. Wir hören die Glocken. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir von dem Händler Geld kriegen. Ja. Der Händler gibt uns Geld. Was können wir denn hier hin? Den können wir losschicken, oder? Ja. Können wir hier das Lager ausbauen? Wir probieren es mal. Ah, guck mal hier. Das sieht doch schon nach einem richtigen Lager aus. Sehr schön. So, dann holen wir uns hier noch weitere Münzen. Hier wird noch was gejagt. Ja, das ist die Stufe 2. Hier haben wir, glaube ich, einen Steinbruch. Oder? War das, wo Steine abgebaut werden? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Wir gucken mal hier, wir können hier auf jeden Fall noch den Baum wegmachen. Der wird weggetackert und wir schauen mal weiter rechts, ob wir noch jemanden rekrutieren können. Unheimlich schöne Geräuschkulisse und jetzt auch durch diesen asiatischen Touch ist was ganz Neues. Wo ist wohl jetzt das? Geld interessiert nicht, Diamanten müssen hier rein. Ah, dann bin ich immer sehr gespannt, was das hier wird. Da ist noch jemand. Hey, ich rette euch. Was heißt, ich rette euch? Ich rekrutiere euch. Wo ist der andere hin? Ist der hinter? Da ist er. So, wir schauen mal ein bisschen weiter nach rechts, ob wir hier noch irgendwas entdecken können. Hüpf. Es gibt hier... Aha. Also das ist komplett neu mit diesen Diamanten. Oder es war auch in dem... Ich glaube New Land hieß das andere. Kingdom New Land. Ich glaube hier... kommen die Gegner her. Ich bin mir nicht sicher, wie das hier in Two Crowns ist. Ob hier auch... Ob man hier auch weg muss. Weil in dem... Ich meine, in dem New Land war es so, dass man sich das Boot ausbauen musste. Um... Ich meine, Pferd ist völlig außer Puste. Wir müssen ein bisschen langsamer sein. Langsamer machen. Ob man das ausbauen musste, um hier wegzukommen, weil man sonst überrannt worden wäre. Es wird auf jeden Fall dunkel. Ich glaube, wir reiten mal lieber schnell zurück, bevor jetzt die ersten Gegner kommen. Das ist aber komisch, was hier am Boden liegt. Sieht aus, als wären die Aliens gelandet, oder?
schräg. Hallo, guten Tag. Magst du mitkommen? Wobei, ich hole die später ab, weil ich brauche, glaube ich, die Münzen, die ich jetzt noch habe, um hier meinen Leuten Bögen in die Hand zu geben. So, so machen wir das. Dass sie sich hier verteidigen. Oh, ich habe, glaube ich, gar niemanden mehr gehabt. Kann das sein? Die haben ordentlich gejagt. Ach, hier ist ein Wachturm. Das sind nur die Barrikaden. Genau, das ist ein Wachturm. So war das. Ich dachte eben, Steinbruch kann ich mich... Kommt, glaube ich, später noch. Wir können später auch noch Felder anlegen und. Da kommen Gegner. Da kommt der Baumeister. Oder die Baumeister. Die reparieren jetzt einmal die Barrikade, meine ich. Und sie werden auch hier den Wachturm aufbauen, wo dann einer der Bogenschützen drauf geht. Ich glaube, das geht dann so weit, dass da insgesamt drei Bogenschützen irgendwann mal drauf sind. Ich finde das ganz erfrischend, dass hier ein neues Setting drin ist. Und dass nicht immer nur der Medieval-Zeitalter ist, sondern auch hier in der Shogun. Oder auch eine Frau reitet hier. Guck, da werden wieder Waschbären gejagt, die Armen. Ich glaube, in der Original, der Medieval-Version, sind es Hasen, die hier gejagt werden. Tag 3. So, ich werde noch jemand rekrutieren. Wir reiten mal wieder nach rechts. Aber ihr seht schon, worauf es hinausläuft, ne? Also ihr habt das, ich denke, das Grundprinzip verstanden. Wahrscheinlich kennt es auch einige von euch. Wir haben das mal, glaube ich, einen Livestream lang richtig hart gesuchtet, das Spiel. Und jetzt hole ich mir noch den einen, der hier von hinten rumgelaufen ist. Lebt der? Ja, der ist noch da. So, dann reiten wir wieder nach links. Kommst du auch mit? Dann haben wir auf jeden Fall noch ein paar Bogenschützen. Und ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass wir uns das Boot ganz links ausbauen. Und da brauchen wir, glaube ich, auch ganz viel Material, wenn ich mich nicht täusche. Ah, ich freue mich schon richtig drauf. Also wenn ihr Bock habt, ne? twitch.tv/hirnsturz, seid ihr mit dabei. Vielleicht lade ich auch den Livestream hoch. Einfach die Livestream-Aufzeichnung. Dann können die, die jetzt auf dem Livestream noch nicht dabei sind und sich auch den VOD, also praktisch die Aufzeichnung des Livestreams da hinten im Hintergrund, Two Crowns, können sich das mit angucken. Oh, Einrastfunktion. Moment. So. Muss ich auch mal deaktivieren. Nein, ich will keine Einrastfunktion. Immer noch nicht deaktiviert? Das kann ja auch nicht sein. So, wir reiten mal nach links und gucken mal nach dem Schiff, ob wir das ausbauen können. Ich glaube, hier auf die Wasserquellen zum Beispiel kann man dann später eine Mühle setzen und so weiter. Mir fehlt so ein bisschen der Ausdauerbalken bei dem Gaul. So, mal gucken. Ein muschelbesetztes Schiff. So, ich glaube, jetzt rennen die Baumeister hinten hin. Ich weiß nicht, ob das besonders smart war, das jetzt da auszubauen. Hier können wir irgendwas machen. Da brauchen wir auch wieder dieses Markt. Oh. Ich würde sagen, wir reiten mal schnell zurück. The enemy is close. Ja, sehr gut. Na ja, guck, die laufen nämlich jetzt hier rüber. Es könnte jetzt sein, dass das kein besonders smarter Move war. Weil die jetzt rüberrennen und dann wahrscheinlich durch die Gegner gekillt werden. Wir können uns das Ganze mal angucken. Wir können leider nichts machen. Wir können sie nicht verteidigen. Ah, da war aber was. Ja, wahrscheinlich hätten wir erstmal ein bisschen hier die Basis ausbauen müssen. Bevor wir hier anfangen, das Schiff zusammen zu basteln. Es gibt, glaube ich, auch eine Taste, wie wir die nach Hause holen können, meine ich. Das muss irgendwie... Spinnen wird was unsicher.
Vor allem Multiplayer finde ich interessant. Das werden wir uns auch noch angucken, wie das funktioniert. Aber wenn die hier nichts zu bauen haben, dann geht es wahrscheinlich nach Hause. Da hat er gespeichert. Oh. Was? Wieder Tag 4? Also die haben die Nacht umgebracht, ohne dass hier was passiert ist. Das ist ja gut. Ja, dann lassen wir die mal ausbauen hier. Ne? In aller Ruhe. Wir gucken mal, ob wir in unserer Basis dort noch etwas hochziehen können. So, schon wieder außer Puste. So, Errungenschaft freigeschaltet. Bis zum vierten Tag haben wir wahrscheinlich überlebt. Hier wird fleißig gejagt. So, besorgen ein bisschen Holz. Ich glaube, wir werden nochmal einen Baumeister ausbilden. Aber ich glaube, wir haben auch niemanden mehr hier. Warte mal, gibt der mir Geld? Ich kann ihn losschicken, dann bringt mir wahrscheinlich dann Münzen. Bögen haben wir auch keinen mehr. Wir haben auch kein Geld mehr, aber die werden mir jetzt Geld geben, weil die haben wir wahrscheinlich fleißig gejagt. Ja, ordentlich. Wahrscheinlich gab es gut was zu tun in der Nacht. So. Gucken, ob wir noch Leute finden hier weiter rechts. Oder... Ja, ist ja gut. Oder ob es wirklich so ist, dass wir das Boot erst ausbauen müssen. Da ist noch jemand. So, dann laufen wir wieder zurück. Schnaub, schnaub. So, können wir das hier erweitern? Noch nicht. Wir können den Turm erweitern und den Bogenschützen. So, jetzt hat unser Fort auch eine Mauer. So, ich glaube, Bauarbeiter haben wir jetzt genügend. Man könnte eventuell den Turm noch ausbauen. So, mal gucken. Können wir die Wände noch ausbauen? Nee, gehen wir erst jetzt sowieso nicht in der Nacht. Da kommt der Händler zurück. Da kommen noch die Leute, die ich angeheuert habe. Schnell nach Hause. Der Feind naht. Sehr schön. Der Turm ist weiter ausgebaut. Können wir hier vielleicht noch welche rein? Haben wir noch 5? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ja, so langsam wird das Lager, ja. Und gleich müsste wieder Tag sein. Ja, ihr Lieben, ihr seht, worauf es hinausläuft. Man baut sich ein schönes kleines Lager auf in Pixel-Art-Style. Wie gesagt, kommt am 11. Dezember raus. Am Sonntag, wahrscheinlich im Sonntagsstream, werden wir das Ganze so ein bisschen suchten. Und ich freue mich schon drauf. Vielleicht seid ihr mit dabei. Sonntagsstream immer zwischen 13 und 15 Uhr. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das kleine Angezockt von Kingdom 2 Crowns. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Geld.